Frau Schönemeyer, wie hat die Verein Sie unterstützt, als Sie erfahren haben, dass Sie Brustkrebs hatten? Ich habe vom Verein Informationsmaterial bekommen, in Form einer Pinktasche nennt sich das. Da ist ganz viel Informationsmaterial für mich drin gewesen, viele Quellen, wo ich einfach nachlesen konnte, Links, die da waren im Internet, wo ich einfach alles an Informationen bekommen habe, was ich für mich persönlich brauchte und auch Informationsbroschüren für meine Kinder, für meinen Mann. Das ist einfach so ein Rundum-Paket, wo ich einfach alles hatte. Ich hatte auch das Gefühl, nicht allein zu sein, einfach jemanden zu haben, wo ich sage, da kann ich Hilfe bekommen. Und was für eine Aktion macht die Verein, um über den Brustkrebs zu erklären? Ja, die machen ganz viel Aufklärungskampagnen. Da werden Informationsveranstaltungen gemacht. Zum Beispiel in großen Firmen werden Infostände gemacht, wo aufgeklärt wird über Brustkrebs, wo auch gezeigt wird, wie taste ich meine Brust ab, wo muss ich gucken. Und viel Aufklärung halt für betroffene Frauen, für Angehörige, für alle, die das Thema halt betrifft. Wovon lebt die Verein? Der Verein lebt von Spendengeldern, Privatspenden, von Charity-Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Pink Tie Ball, den gibt es jedes Jahr im Brustkrebsmonat Oktober. Die machen den Race for the Cure, das ist ein Solidaritätslauf, kein Wettkampf, sondern nur ein Solidaritätslauf, wo die ganzen Gelder, die da eingenommen werden, halt für Förderprogramme und Förderprojekte wieder gespendet und wieder investiert werden. Sogar in Brasilien nächstes Jahr gibt es so einen Lauf, ne? Ja. Wann genau? Im Oktober dieses Jahr, ah, in dieses Rio Jahr. De Janeiro. Gut. Und welche Motto hat die Verein genau? Der Verein hat einfach das Motto, dass er sagt, wir möchten aufklären über das Thema Brustkrebs und über die Heilung von Brustkrebs informieren und ganz viel unterstützen und fördern. Ist das Thema Brustkrebs heute noch ein Tabu? Jein. Ich sag mal, es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es vor ein paar Jahren mal war, aber es ist doch in vielen, auch in ländlichen Gegenden und Regionen, doch noch ein Tabuthema, dass die Frauen auch oft von sich selber aus gar nicht über dieses Thema sprechen möchten, weil es für sie doch eine ganz intime Geschichte ist. Und das Wort Brust oder Brustkrebs oder Brustgesundheit ist halt für manche Frauen auch schwer auszusprechen, so wie auch für Männer oder Angehörige. Wie wichtig ist, dass die Familien auch ein bisschen Orientierung bekommen in diesem Fall? Ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass das Umfeld und auch die Familie Informationen bekommt, weil sie genauso davor stehen wie die Betroffene selber und eigentlich mit diesem Thema konfrontiert werden. Und da steht das Wort Krebs im Raum und keiner kann damit richtig umgehen, weil man kennt das ja nicht. Man weiß ja nicht, was kommt jetzt auf mich zu, was passiert. Das ist schon ein sehr starker Einschnitt in das ganze Leben. Frau Egers, wie haben Sie reagiert, als Sie erfahren haben, dass Sie Brustkrebs hatten? Erstmal war ich entsetzt und habe sehr viel geweint, sehr, sehr viel geweint sogar. Und bis es einem erstmal das Ganze runtersacken lassen, bis man dann wusste, okay, es ist ein Kampf, den du jetzt antreten wirst und das war's. Also erstmal die Familie auch Bescheid gegeben und mitgeteilt, die Freunde auch, die so einem nah sind und ja. Sie gehören einfach nicht den Gruppenrisiko. Sie sind zu jung, Sie sind nur 33, trotzdem haben Sie das erfahren. Wie haben Sie das erfahren? Also ich habe es selber abgetastet. Es hat sich sehr schnell entwickelt. Ich war bei der Vorsorgeuntersuchung und dort wurde nochmal ein Ultraschall gemacht und man hat dann gesagt, dass die Brust hart ist, aber nicht Schlimmes sein würde. Und dann sollte aber trotzdem eine Mammographie gemacht werden. Und bei der Mammographie wurde dann halt gesagt, dass es eine Verhärtung der Brustdrüse war. Dabei war eigentlich schon die Hälfte der Brust schon verhärtet. Also man hätte da schon ein bisschen früher eingreifen müssen. Und erstmal wurde es mit einer Salbe behandelt
Und 3 Monate später wurde erst festgestellt, dass es wirklich Krebs ist und auch sehr aggressiv. Und was haben Sie denn gemacht und wie lange mussten Sie denn Chemotherapie machen? Also ich war dann wieder beim Arzt nach diesen 3 Monaten und da hatte sie mich erstmal zu einer Stanzbiopsie. Da wurde erstmal ein Teil, also ein Stück vom Tumor entnommen und festzustellen, ob es wirklich bösartig ist. Und dann wurde halt die Behandlung besprochen. Weil ich erst 30, also 31 wurde, war, dann wollte man die Brust erhaltend, dass die Brust erhalten bleibt. Und erst habe ich eine Chemo bekommen. Dann, dadurch, dass die Knoten nicht kleiner geworden sind, hat man dann sich dafür entschieden, die Brust zu amputieren, zur Sicherheit. Und hinterher wurde dann auch noch bestrahlt. Also ich musste alle 3 Wochen zur Chemo, 6-mal. Und hinterher dann wurde ich operiert und anschließend noch die Bestrahlung 28 Mal. Und heute haben Sie den Krebs besiegt? Ja, ich würde sagen, ja, ich habe ihn besiegt. Und? Man kann noch nicht sagen, 100-prozentig, erst nach 5 Jahren. Aber die Nachsorgeuntersuchungen sind sehr positiv bis jetzt gegangen. Und kann man ein normales Leben fühlen? So Sport machen, tanzen, lachen? Ja, das kann man auf jeden Fall. Während der Behandlungen, Chemo, Bestrahlung, kommen sehr viele Komplikationen teilweise. Man ist sehr geschwächt oder auch übermüdet und so weiter. Aber trotzdem kann man mit Krebs und Therapien ein Leben führen, auf jeden Fall. Professor Dr. Schwarz, in welchem Stadium ist das Brustkrebs heilbar? Brustkrebs ist immer dann heilbar, wenn sich noch keine Absiedlung in anderen Organen gebildet hat, also solche, wie wir sagen, Metastasen. Das kommt ganz selten vor, wenn Brustkrebs diagnostiziert ist, dass man schon in anderen Organen diese Metastasen findet. Wenn man das nicht findet, dann machen wir immer eine Therapie, die zum Ziel hat, dass der Brustkrebs besiegt wird, also heilbar ist. Ja, die berühmteste und die bekannteste Methode ist die Chemotherapie. Ne? Und wir hören immer wieder von den Patienten, dass es sehr belastbar ist, dass verliert man die Haare, fühlt man sich schwach. Welche andere Methode gibt es heute auf dem Markt? Also erstmal muss man sagen, die Therapie ist sehr komplex. Es besteht einerseits aus der Operation, wobei in der Regel die Brust erhalten werden kann, aber manchmal muss sie eben dann doch entfernt werden. Aus der Bestrahlung, gerade wenn man die Brust erhält, muss die Brust immer nachbestrahlt werden, damit in der Brust nicht wieder etwas Neues entsteht. Und dann zusätzlich medikamentöse Therapien und da haben wir mittlerweile doch sehr unterschiedliche. Man muss aber sagen, das ist erstmal ganz wichtig, diese Botschaft, in den letzten Jahren sind immense Fortschritte gemacht worden, sodass viele Patienten, die vielleicht vor 20 Jahren noch nicht heilbar gewesen wären, heute heilbar sind. Und zu dieser Therapie oder systemischen Therapie oder Medikamententherapie gehört zum einen die Chemotherapie, aber zum anderen auch solche Therapien wie eine sogenannte Antihormontherapie. Viele Patienten oder Tumoren, Brustkrebstumoren haben Empfänger für Hormone, die kann man blockieren und damit kann man auch die Zellen abtöten. Und relativ neu auch körpereigene Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper, bei bestimmten, gerade sehr aggressiven Tumoren. Und dieses ganze Konzept führt dazu, dass doch in vielen, vielen Fällen, viel häufiger als noch vor 10, 15 Jahren, diese Erkrankung heilbar ist. Mhm. Können Männer auch Brustkrebs entwickeln? Männer können auch Brustkrebs entwickeln, das wissen viele nicht, aber man muss ehrlich sagen, bei Männern ist es eine Rarität. Es kommt ganz, ganz selten vor, aber es kann vorkommen und wird genauso behandelt und diagnostiziert wie der Brustkrebs bei Frauen. Mhm. Nach der Behandlung mit Chemotherapie bekommt man wieder die Haare, wie man sich wünscht, oder verändern sich die Sachen? Ja, also das ist natürlich eine große Angst, die viele Frauen haben, dass die Haare ausfallen. Und man muss auch sagen, bei vielen, es gibt ja sehr unterschiedliche Chemotherapien, aber bei vielen Chemotherapien fallen die Haare aus. Es ist definitiv. Aber so, definitiv, für eine gewisse Zeit, so lange wie man die Chemotherapie durchführt, häufig eben 5 bis 6 Monate. Aber wenn man dann die Chemotherapie beendet, wachsen die Haare wieder. Und das auch definitiv. Was kann ich als Frau vorsorglich machen, damit ich nicht an Brustkrebs erkranke?
Also es gibt ja eben bestimmte Risikofaktoren. Man kann gewisse Lebensweisen versuchen zu haben. Das ist für alle oder alle Krebserkrankungen oder auch alle anderen Erkrankungen wichtig, dass man eben gesund lebt, bedeutet eine gesunde Ernährung, versucht Übergewicht zu vermeiden, versucht nicht zu rauchen und auch versucht möglichst wenig, gar keinen Alkohol zu trinken. Das sind so allgemeine Lebensweisen. Sport ist ein ganz wichtiger Faktor. Das sind so gewisse Dinge, die man für sich selber tun kann, die insgesamt gut sind. Man kann damit leider nicht jede Krankheit vermeiden. Ich glaube, sonst würden wir alle Sport machen und ganz gesund uns ernähren. Aber es ist ein wichtiger Faktor. Das Zweite ist, man kann Vorsorge oder Früherkennung betreiben, was auch nicht alle Frauen machen. Es wird heute in Deutschland ab dem 50. Lebensjahr jeder Frau kostenlos eine sogenannte Screening-Mammographie im Abstand von 2 Jahren angeboten. Wird man so eingeladen und dann wird eine Mammographie gemacht. Und wir wissen, dass durch diese Screening-Mammographien, wenn man sie regelmäßig macht, die Sterblichkeit an Brustkrebs um über 30% gesenkt werden kann, weil man den Brustkrebs früh erkennt. Und je früher man ihn erkennt, umso besser ist er heilbar und umso besser ist er behandelbar. Und weil es auch Vorstufen gibt, aus denen der Brustkrebs entsteht, die man auch häufig nur mit der Mammographie erkennt. Und wenn man diese Vorstufen erkennt und behandelt, dann entsteht erst gar kein Brustkrebs. Und das würde ich jeder Frau raten. Für Patienten, denen eine oder beide Brüste entfernt werden musste, gibt es eine Kostenübernahme für die Rekonstruktion der Brüste? Also jede Frau, bei der die Brust entfernt wurde, hat das Recht in Deutschland, dass die Brust rekonstruiert wird. Entweder sofort bei der Operation, wenn die Brust entfernt werden muss, aber auch noch 10 Jahre danach. Das bezahlen immer die Krankenkassen. Und die Schonungszeit danach ist sehr lang? Bis man eine Operation machen kann, oder? Ja. Also wie gesagt, man kann diese Rekonstruktion direkt bei der Entfernung der Brust machen, was meines Erachtens mit die schönsten Ergebnisse auch gibt, weil man den Hautmantel stehen lässt und die Brustdrüse nur ersetzt. Aber man kann es auch einige Jahre später machen. Es ist so, dass viele Patienten erstmal die definitive Therapie, also Operation, Chemotherapie, wenn notwendig, und Antihormontherapie abschließen wollen und sich dann solchen Dingen wie einer Rekonstruktion zuwenden. Aber wann man das macht, das hängt vor allem auch von der Patientin ab. Frau Schonemeyer, unterstützt Ihr Verein auch Betroffene in Bezug auf kosmetische Tipps oder der Frage, wo man Perücken erwerben kann? Ja, man kann auf der Website natürlich viele Verlinkungen verfolgen, die auch darauf hinweisen, aber da ist man doch am besten aufgehoben, wenn man direkt im Brustzentrum in seinem Krankenhaus nachfragt, weil die rundherum im Gebiet halt dann auch die Adressen haben für solche Sachen. Mhm. Und Frau Egers, was würden Sie denn an jeden Frau empfehlen? Welche Botschaft würden Sie zu uns lassen, Sie als Siegerin von dieser Krankheit? Also ich würde sagen, dass man ja nicht aufgeben darf oder sollte. Man sollte auf jeden Fall so lange kämpfen, bis es nicht mehr geht, bis zum bitteren Ende. Und immer hoffnungsvoll sein, dass es die Wissenschaft heute so weit ist, dass es für fast viele, für viele eine Heilung in Sicht ist. Also ja, weiterkämpfen und morgen scheint die Sonne bestimmt wieder. Und unsere Spezialist, was würden Sie am Ende sagen? Also ich kann dem wirklich mich nur anschließen. Brustkrebs bedeutet nicht gleich Tod. Das ist ganz wichtig, weil viele das gleich miteinander verbinden, sondern ein Großteil der Frauen kann geheilt werden heutzutage. Das ist eine wichtige Botschaft. Wichtig ist, dass man das Thema nicht verdrängt, dass man offen mit umgeht. Und dazu gehört eben auch die Vorsorge, die Selbstuntersuchung zur Vorsorge zu gehen und eben möglichst zu gucken, dass diese Erkrankung nicht erst so spät entdeckt wird, wenn es irgendwie geht. Und vielleicht noch ein anderes. Es gibt in Deutschland wie in anderen Ländern auch mittlerweile Brustkrebszentren, die sich darauf spezialisiert haben, Frauen zu behandeln mit Brustkrebs. Und da kann man einfach nur die Empfehlung geben, sich ein solches Zentrum zu suchen, wo man sich intensiv mit dieser Erkrankung auseinandersetzt. Gut. Frau Schonemeyer, schnell zum Schluss. Welche Webpage haben Sie für mehr Infos? Für mehr Infos habe ich meine private Webpage, die ich selber gemacht habe.
Und da ist meine Geschichte auch drauf. Ich bin ja selbst auch betroffen. Das ist www.power-brustkrebs.de. So, ich muss mich herzlich bedanken an Ihre drei, dass Sie Zeit genommen haben, um über dieses empfindliche Thema zu sprechen. Tausend Dank und viel Erfolg noch.